Konnichi und wa und willkommen zu einem weiteren wundervollen Jahresrückblick hier auf Akido. Tatsächlich ist das schon der zweite Jahresrückblick. Ich habe das ja letztes Jahr schon mal gemacht für das Jahr 2019 und diesmal mache ich es eben für das Jahr 2020. Denn ihr wisst ja, wenn man etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als einmal macht, dann ist es nicht nur eine Wiederholung, sondern dann ist es Tradition. Und Tradition auf Akido ist es eben auch, pünktlich zu Silvester oder zumindest im groben Zeitraum um Silvester über das vergangene Jahr zu sprechen, über die Spiele, die ich gespielt habe, über den Kanal an sich, über ja alles Mögliche, was mit Akido zu tun hat. Und diesmal reden wir ein bisschen über den Kanal Akido, gehen nochmal auf ein paar Videos ein, reden so generell über das vergangene Jahr und einen kleinen Ausblick auf das, was in der nächsten Zeit im neuen Jahr 2021 hier auf Akido so alles passieren wird. Ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht allzu viele Geräusche. Meine Katze ist hier bei mir und er hatte eine kleine Entzündung und muss deswegen jetzt so eine lustige Halskrempe, eine Halskrause tragen und die fuckt ihn tierisch ab. Also er hat überhaupt keinen Bock auf diese Halskrause. Von dem her, wundert euch nicht, wenn ihr ab und an im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Das ist einfach nur meine Katze, die gegen irgendwelche Dinge läuft. Einfach, weil er nicht mehr laufen kann und überall dagegen stößt. Aber das soll nicht das Thema sein. Wir sind hier, um über das vergangene Jahr zu sprechen. Und wir wissen alle, es war kein wirklich besonders tolles Jahr, was ich an Silvester damals noch anders dachte. Ich dachte mir, hey, jetzt fangen die 20er an. Cooles Jahrzehnt. Wird bestimmt cool. Nach 3 Monaten war das dann auch vorbei. Aber okay, wir reden heute nicht allzu viel über Pandemie und ähnliches, weil das einfach ein Thema ist, was schon zu Genüge erläutert wurde von mir auf meinem Zweitkanal oder von vielen, vielen anderen Medien und Medienschaffenden. Jedenfalls fangen wir an. Ich bin in das Jahr 2019 gestartet mit rund 10.000 Abonnenten, was für mich damals eine mega große Zahl war und ich hätte auch nicht gedacht, dass es sich so schnell vermehrt. Ich dachte, ja, am Ende vom Jahr werde ich dann vielleicht 20.000 haben, wenn es gut läuft. Jetzt bin ich bei, wie viele Abonnenten habe ich gerade? Irgendwas um die 45.000? Ich weiß es nicht. Ja doch, das dürfte grob passen. Und es ist cool, wie es sich entwickelt. Und es freut mich, dass immer mehr Leute auf diesen Kanal kommen. Und immer wieder. Ey, es freut mich jedes Mal, wenn ich mir die Analytics durchschaue bei meinem YouTube-Kanal, wie viele von euch tatsächlich die Glocke aktiviert haben, wie viele von euch, wie lange mein Video schauen, dass es da echt Leute gibt, es gibt so viele Leute, die die Glocke aktiviert haben und Videos bis zum Ende schauen. Das ist echt grandios, das freut mich wirklich, dass es eben doch so viele Menschen gibt, die meinen dummen Humor verstehen und ihn feiern. Was ich ja zu Anfang des Kanals nie gedacht hätte und das habe ich ja schon des Öfteren erwähnt in einigen Videos, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich sage das nicht mehr so oft, weil es vielleicht auch irgendwann einfach nervig wird, aber ich freue mich wirklich jedes Mal darüber, wenn Leute sagen, dass ihnen der Content gefällt und dass sie Freude mit meinen Videos haben. Jedenfalls, Anfang von Jahr war. Leute, es ist spät, ich kann nicht mehr reden. Jahresanfang. Ich habe das Pepsi-Man-Video relativ am Anfang des Jahres gemacht, 2019. Und das ist ein Video, was ich ja sehr, sehr gut finde, auch im Nachhinein noch. Ich finde den Humor ganz cool. Das kam auch ziemlich gut an, nur ein Problem war, ich überlege mir, ob ich das mit einblenden soll. Nein, vermutlich nicht. Vermutlich seht ihr nur ein Gameplay-Video, nämlich von Kirby auf dem N64. Deswegen funktioniert dieses Video hier eher wieder wie ein Podcast und nicht wie ein typisches Video von mir. Visuell wird hier nicht viel passieren, deswegen genießt das Kirby-Gameplay. Jedenfalls, ich blende nichts ein, habe ich mir gerade überlegt, weil das würde den Arbeitsaufwand einfach enorm machen, wenn ich überlege, das letzte Video dieser Art ging 45 Minuten. Das kriege ich nicht mehr hin, da ich vor allem gerade an 2 Videos arbeite, aber nebensächlich. Kommen wir zurück zum Thema Pepsi-Man-Video. Ich fand's grandios, viele von euch fanden es auch richtig gut. Ich meine, das Thema bietet sich eben für ein lustiges Video an. Es ist ein lustiges Spiel und
ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, dass das irgendwie nicht ankommen könnte im Vergleich zu anderen Videos. Das war cool, das war eine coole Zeit, auch wenn ein paar Leute kamen und meinten, ich hätte die Idee von Chimtex geklaut, wo ich mir auch denke, Leute, ernsthaft, schaut euch die Videos an und vergleicht die. Die Videos behandeln das gleiche Thema, aber auf ganz verschiedene Arten. Und Chimtex war auch nicht der Erste, der ein Video zu Pepsi Man gemacht hat. Also seid vorsichtig, was ihr Leuten vorwirft. Jedenfalls, cooles Video, das hat mir Spaß gemacht. Es war auch das erste Video, wo der Naruto-Runner drin vorkam. Wir hatten zuvor keinen Naruto-Runner in den Videos. Und ich habe ihn damals nur eingebaut, weil es eben in dieses Wüstenlevel gepasst hat, wegen Area 51, wegen dem Naruto-Run. Und das war eigentlich der Gag dahinter. Ich fand die Animation so cool, dass ich dann ihn nochmal verwendet habe. Und nochmal, es war anfangs gar nicht geplant, dass ich den in jedem Video irgendwie verstecke. Aber so ist es passiert. Und jetzt ist Naruto-Runner ein fester Bestandteil von meinen Videos. Jedenfalls, das war eine coole Zeit, Das war auch ein Video, was inzwischen über 100.000 Views hatte. Also das Jahr hat gut angefangen für mich. Danach kam dann ein Video, nämlich alte Nintendo-Werbung. Das hat ja ein Format mehr oder weniger eingeführt, denn danach habe ich ja über alte Sega-Werbung geredet, über alte Microsoft-Werbung. Theoretisch habe ich auch noch die Ideen für alte Atari-Werbung. Aber da ist halt die Frage, wie gut eignet sich so eine Firma wie Atari, die jetzt heute wirklich kaum noch jemand kennt, für so ein Video. Vor allem, da die Videos echt richtig alt sind. Ich meine, die sind ja noch älter als diese Nintendo- und Sega-Werbungen. Und da war es ja schon schwierig, gutes Material irgendwie zu bekommen. Also da war ich ja bei der PlayStation noch froh, denn die Werbeclips zur PlayStation-Ära, die findet man halt schon in einer deutlich besseren Qualität online als Werbeclips zum NES oder anderen alten Konsolen. Und Atari wäre da halt wirklich, ich meine, kommt schon, das sind Konsolen aus den 70ern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich denke mal, das Format ist mehr oder weniger beendet. Vielleicht finde ich da mal was, vielleicht mache ich da mal nochmal ein, zwei Videos. Ich habe noch Ideen, aber mal sehen, ob ich die auch umsetzen werde. Aber es war ein cooles Video, es hat mir Spaß gemacht. Es hat auch eine wunderbare YouTube-Kacke hervorgebracht, die dann Leute von mir gemacht haben. Mehrere sogar. Fand ich sehr gut. Ich bin ein großer Fan davon und ich gebe ja auch immer wieder die Erlaubnis, jeden Einzelnen von euch mit den Videos von mir zu machen, was ihr wollt. Außer, das hatte ich auch schon mal, jemand hat einfach meinen Kanal kopiert. mit mehr oder weniger allen, also vom Namen über das Layout, bis hin zu den Videos und hat die einfach unverändert hochgeladen. Und ich bin ja echt kulant, was sowas angeht, aber da dachte ich mir auch, okay, dagegen muss ich vorgehen. Ich meine, es ist ja irgendwo eine Ehre, dass die Leute deine Videos einfach so dafür hernehmen, aber andererseits ist es halt, ich stecke da schon Arbeit rein, ich würde das schon gern auf meinen Namen irgendwie laufen lassen wollen. Deswegen macht sowas bitte nicht, die Content-ID regelt eh von dem her. Ihr dürft mit meinen Videos machen, was ihr wollt, ja, aber bitte nicht einfach unverändert hochladen und ja, das ist nicht das, was ich damit gemeint habe. Aber wenn ihr irgendwas Kreatives aus meinen Videos machen wollt, einen Song, eine YouTube-Kacke, irgendwelche Best-ofs, wie auch immer, gerne jederzeit, ihr kriegt die universelle Erlaubnis dafür. Ich habe da eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ich meine, wenn ihr meine Videos benutzen wollt, macht das. Benutzt sie ohne Ende. Richtig hart, es ist mir egal. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und das alte Nintendo-Werbung-Video ist ja auch ziemlich erfolgreich, glaube ich, mit über 200.000 Views. Und Gott, es fühlt sich immer so krass an zu sagen, ja, über 200.000 Views. Ich meine, das sind Zahlen, die hätte ich mir nie gedacht. Für andere ist es vielleicht nichts. Die laden ein Video hoch, wo sie irgendwie einen Lippenstift auspacken und das bekommt dreimal so viel Views, aber für jemanden wie mich mit einem sehr speziellen Humor und sehr speziellen Videos ist das schon eine ganze Menge. Und das hat mich auf jeden Fall echt gefreut. Und dann kam ja diese blöde Sache mit diesem Ding, das uns jetzt schon seit Monaten durch den Alltag begleitet. Und ach, fuck it, okay, ich muss ein bisschen drauf eingehen. Ich rede natürlich von Corona und Covid
SARS-CoV-2. Nennt es, wie ihr wollt. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht verharmlosen darf. Und auch wenn es inzwischen nur noch nervig ist, dieses Thema, aber haltet euch einfach ein bisschen an die Regeln, achtet ein bisschen auf euch. Ich weiß, es ist nervig, ihr seid jung, ihr wollt Party machen, ihr wollt ein bisschen Spaß, aber umso besser wir alle aufpassen, umso schneller ist diese ganze Sache wieder vorbei und wir können wieder back to business. Von dem her würde ich euch nahelegen, einfach ein bisschen aufzupassen. Aber okay, so viel genug Moral zu diesem Thema. Diese Sache hat angefangen und ich weiß noch, wie ich damals, als die ersten Meldungen aus Wuhan kamen, aus China, wie ich damals noch dachte, ja, das ist halt ein Problem in China. So, schade für die Leute, aber mich betrifft's ja nicht. Und Leute haben schon gesagt, ja, das wird sich global ausbreiten. Und ich war noch so, ja, mal schauen. Ich meine, ach komm, in einem Monat ist es auch wieder vorbei. Und ich hätte falsch nicht liegen können, denn die Sache kam zu uns, wie ihr alle wisst, und lässt uns seitdem nicht mehr los. Und das ist schwierig. Es ist eine schwierige Zeit, glaube ich. Für mich jetzt vielleicht weniger als für andere, einfach weil ich ja eh jemand bin, der seine Freizeit eigentlich komplett mit YouTube und Videoschneiden füllt und noch Musik und Japanisch, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich bin nicht jemand, der jetzt unbedingt viel weggeht, irgendwie viel Party macht oder so. Ich habe eh generell kaum Freunde. Also die Leute, die ich wirklich zu meinen Freunden zähle, das ist nicht mal eine Handvoll. Es sind die besten Freunde, so. Aber es sind nicht viele. Von dem her habe ich eh nicht wirklich viel Kontakt. Meine Familie ist relativ klein und ich treffe mich halt auch relativ selten mit Leuten. Von dem her, für mich hat sich nicht allzu viel verändert. Das Einzige, was sich für mich verändert hat, ist, dass ich halt beim Einkaufen eine Maske tragen muss. Und selbst das kannte ich schon zuvor, denn ich war ja mal in Japan. Und ich war auch einmal in Japan, wo ich krank war. Und naja, dann trägt man eben Masken, weil es in dem Land halt so üblich ist. Und man sich halt anpasst, wenn man nicht als der nervige Tourist gelten will, der dann im vollbesetzten Zug irgendwie hustet. Von dem her habe ich eine Maske getragen, so wie mehr oder weniger alle in diesen asiatischen Ländern. Und alles cool, kein Problem. Ich habe mit Masken kein Problem. Und ich verstehe auch nicht diese Leute, wo dann irgendwelche Verschwörungstheorien teilen und meinen, ja, hey, an Masken sterben Leute oder Masken bringen eh nichts. Was? Ich will eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil es so ein leidiges Thema ist. Aber es ist eben doch so, Masken bringen ein bisschen was, um andere Leute eben nicht anzustecken. Es ist nicht so, dass ihr mit einer Maske euch schützt, sondern ihr schützt andere mit eurer Maske, falls ihr nämlich ein Virus in euch habt. Ja, aber ich fühle mich doch gesund. Ja, ist scheißegal. Es kann sein, dass du die Krankheit hast und den Virus in dir trägst und ihn trotzdem weit verbreitest, obwohl du selbst an dir keinerlei Auswirkungen des Virus merkst. Von dem her, tut mir einen Gefallen, tragt eine Maske und hört auf, irgendwelche Scheiße über Masken zu labern. Wie gesagt, in China, Japan machen das die Leute wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten und da gab es auch nie Probleme. Also tut nicht so, als wäre eine Maske jetzt das krasse Ding, was euch irgendwie in euren Freiheiten beraubt. So, wenn euch das nicht gefällt, gebt dem Video gerne ein Dislike und verzieht euch von meinem Kanal. Jedenfalls. das war so der Anfang und es kam dann zu uns, hat ein bisschen was verändert, aber wie gesagt, für mich jetzt nicht allzu viel. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dieser Corona-Sache sagen möchte, denn theoretisch arg beeinflusst hat es mein Leben jetzt nicht. Ich habe hier und da mal Homeoffice, so, soll mir nur recht sein. Ich meine, ich arbeite lieber von zu Hause aus, am besten noch wirklich an meinem Rechner, mit dem ich dann besser klarkomme und in einer gewohnten Atmosphäre zu arbeiten, so sehr ich mein Büro auch mag, weil es ein cooles Büro ist und ich da auch moderne Ausstattung habe, auch an dem Mac arbeiten darf, zum Glück, und nicht Windows benutzen muss, was für mich echt schwierig wäre von der Gewohnheit. Also ich bewundere da immer Leute übrigens, die im Büro mit einem anderen Betriebssystem arbeiten als zu Hause. Finde ich immer wieder faszinierend, wie Leute damit klarkommen. Ich bin zu dumm dafür, ich sag's euch, wie es ist. Ich käme damit nicht klar, deswegen bin ich froh, dass ich auch in der Arbeit an einem Mac arbeiten darf. Und
ja, allzu viel ändert sich für mich nicht. Ich arbeite von zu Hause, habe vielleicht ein bisschen mehr Zeit und muss beim Einkaufen eine Maske tragen. Mehr hat sich nicht geändert. So viel dazu. Kommen wir zum Ende des Frühlings. Diese ganze Corona-Sache war da. Okay, man hat sich mehr oder weniger schon damit abgefunden. Und so der Übergang zum Sommer. Ich weiß noch, es gab ein wunderbares Comeback von Akido Zockt, meinem alten Zweitkanal, einem alten, ich will nicht sagen Let's Play-Kanal, weil das stimmt ja nicht, ich mache keine Let's Plays. Ich sag manchmal, es ist ein Gaming-Kanal, wobei auch da wieder die Frage ist, ist es wirklich ein Gaming-Kanal? Ich meine, was ist dann mein anderer Kanal? Also Akido, der Kanal, wo ihr dieses Video gerade seht, weil es ist ja auch ein Gaming-Kanal. Mehr oder weniger. Hier gibt's auch manchmal Gameplay und keine Ahnung. Ich meine, ihr seht ja im Hintergrund gerade läuft Kirby. Und das habe ich selber eingespielt. Also, das bin ich, wo das spielt. Deswegen ist es jetzt auch ein Gameplay-Kanal. Ich habe keine Ahnung. Von dem her, es ist einfach mein Zweitkanal. Akido Zockt, der kam zurück Ende des Frühlings, Anfang des Sommers. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich glaube, es war gegen Ende Frühling. Und es hätte problematischer nicht sein können, denn es gab dieses Zelda-Video, die Geschichte von Zelda, was ich übrigens immer noch sehr gerne mag, da der Look, ich habe so einen Papier-Look komplett über das ganze Video gemacht, war mega aufwendig, weil es halt so viel mehr oder weniger unnötige Arbeit ist, aber hat einen coolen Effekt, also mir gefällt das, ich schaue mir das heute auch noch gerne an. Da gibt es auch ganz andere Videos, wo ich sage, okay, die sind echt nicht gut, aber das Zelda-Video ist ganz cool. Auch wenn ich da wieder mal ein, zwei Fehler, was die Story von Zelda angeht, drin habe. Aber damit habe ich schon gerechnet, weil die Zelda-Story bzw. die Timeline so seltsam ist und nicht wirklich aufeinander abgestimmt. Also man merkt, dass hier nach und nach diese Timeline entwickelt wurde und nicht irgendwie schon zuvor ein Konzept da war. Von dem her, naja, da verzeihe ich mir den einen oder anderen Fehler. In diesem Video habe ich am Ende noch den Zweitkanal, die Rückkehr des Zweitkanals angekündigt und ich glaube, ich habe es auf 18 Uhr oder so gesetzt, dass das erste Video da kommt und es kam nicht um 18 Uhr, die Leute haben in den Kommentaren schon gefragt, hey, wann kommt das noch, yo, wann kommt dein neues Video und es war so, ich hatte so viele Probleme, ich glaube, erst war die Tonspur irgendwie. Ja doch, irgendwas war mit der Tonspur, weil man kann jetzt noch an diesem Comeback-Video auf Akido Zockt, wenn man sich das ansieht, da ist das Intro von der Lautstärke anders als das Video. Und ich glaube, das war so ein Überbleibsel von diesen Tonproblemen. Es hat gedauert, aber es kam an diesem Tag noch ein Video. Und dann kam, ich glaube, erstmal immer nur einmal pro Woche oder zweimal pro Woche. Dann kam relativ lange dreimal pro Woche was. Das war dann auch der Moment, wo Akido Zockt wirklich angefangen hat zu wachsen und dann irgendwann sogar Geld abzuwerfen, weil ich diese Bestimmungen für Werbung auf einem YouTube-Kanal eben erfüllt habe. Es ist nichts, was da an Geld rumkommt. Also Akido Zockt wird nicht wegen Geld gemacht. So, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann schaut auf Akido Zockt, dann wisst ihr, wie viel ich damit verdiene. Nämlich quasi nichts. Und das hat mir Spaß gemacht, nur das Ding war, irgendwann hat mir der Content dort nicht mehr gefallen. Und ich meine, schaut auf Akido Zockt, ihr wisst, wie lange da kein Video mehr kam. Was sich aber auch demnächst wieder ändern wird, aber dazu später mehr. Jedenfalls ist er dann wieder ein bisschen gestorben, aber erst so gegen Herbst. Das hing mit dem Halloween-Video zusammen, aber dazu kommen wir, wenn wir beim Herbst angekommen sind. Wir bleiben noch beim Ende Frühling, Anfang Sommer. Neben dem Comeback des Akido-Zock-Kanals gab es da auch noch ein Yu-Gi-Oh!-Video, was jetzt nicht besonders krass geklickt wurde, aber es ist ein Video, was ich immer gerne mal machen wollte. Einfach mal irgendein Video in Zusammenhang mit Yu-Gi-Oh!, weil ich den Anime früher eigentlich echt gerne geschaut habe und das Kartenspiel habe ich auch echt geliebt. Und im Vergleich zu allen anderen Sammelkarten, die ich spiele oder sammel, war Yu-Gi-Oh! Auch ein Spiel, wo ich wirklich relativ gut war. So im Vergleich, ich spiele auch mega gern Magic, The Gathering, macht mir auch mega viel Spaß, aber ich bin da überhaupt nicht gut. Also wenn ich gegen andere Leute spiele, ich verliere quasi immer. Das ist einfach eine... es macht mir Spaß. Aber ich bin nicht gut darin, ich mache das nur zum Spaß. Und Yu-Gi-Oh! War eben was, wo ich ein Video drüber bringen wollte.
Und das war cool. Eigentlich war das Video viel cooler, denn das Intro von dem Video war eigentlich das Intro von Yu-Gi-Oh! Nur ging es da nicht eben um alte ägyptische Artefakte. Wenn ihr das Yu-Gi-Oh! Intro kennt, dann wisst ihr ja, dass diese Artefakte gezeigt werden. Und bei mir waren das YouTuber, deren Gesicht ich drüber gesetzt habe. Und eigentlich ging es dann darum, dass ich als Held von YouTube komme, und um YouTube Deutschland zu retten. Es ist wahnsinnig dumm. Ich meine, ihr kennt es nicht anders von mir. Hatte aber mega viel Spaß gemacht. Und dann kam es, wie es kommen musste. Obwohl ich natürlich darauf geachtet habe, dass die Bilder alle verändert sind und dass die Musik auch verändert wurde, habe ich anscheinend den Job nicht gut genug gemacht, denn es kam, wie es kommen musste. YouTube Content ID hat zugeschlagen und hat das Video in einigen Ländern gesperrt. Mehr oder weniger in allen Ländern. Und eigentlich ist mir das egal, aber wenn es halt Deutschland betrifft, dann lohnt es für mich halt nicht, das Video hochzuladen in der Form, was dann die Leute einfach nicht sehen können. Deswegen musste ich da nochmal ran, ein anderes Intro, was auch viel, viel schlechter war, weil es eben auf die Schnelle gemacht wurde, nicht zu dem Video an sich passt. Und es war nicht gut, Leute, es war nicht gut. Zumindest das Intro. Das Video an sich ist ganz okay. Nicht mein bestes Video, aber jetzt auch nicht mein schlechtestes. Und die Klicks sind relativ gering auf dem Video. Womit ich aber eigentlich auch gerechnet habe, denn ich wusste jetzt nicht, ob es sonderlich viele Yu-Gi-Oh!-Fans unter meinen Zuschauern gibt. Von dem her kann man so lassen. Dann kam das SpongeBob-Video, und ja, ich habe inzwischen gelernt, SpongeBob auszusprechen und nicht mehr wie zuvor SpongeBob. Es tut mir leid, Leute. Ich dachte halt einfach wirklich, dass das englische Wort für Schwamm Sponge wäre. Sponge. Und deswegen habe ich SpongeBob auch immer als SpongeBob ausgesprochen. Einige von euch haben es bemerkt in dem Video und mir auch mehr als eindeutig gesagt, dass es so nicht ausgesprochen wird, Akido. So nicht. Und es tut mir leid. Womit ich nicht gerechnet hätte, dass dieses dumme Intro, was ich halt einfach nachgesungen habe und diese eigenen Animationen über das SpongeBob-Intro gelegt habe, was jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so viel Aufwand war, denn das Intro von SpongeBob ist eigentlich relativ einfach. Man braucht eben nur diese Hawaii-Muster-Hintergründe, und dann habe ich noch 2-3 Bilder selbst irgendwie gemalt, und das war's dann auch schon. Da habe ich mir noch überlegt, okay, SpongeBob wohnt in einer Ananas im Meer, wo wohne ich dann? Und ich habe einfach das nächstbeste genommen, und es war halt ein GameCube, und deswegen fing das Video auch an mit wer lebt in dem GameCube ganz tief im Meer? Ja, Akido. Hammer Gag. Ich fand's selber beim Schneiden schon lustig, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt und dass die Leute ganz lange noch dieses Intro verlangt haben. Aber es tut mir leid, Leute, ihr müsst loslassen, ihr dürft nicht in der Vergangenheit leben. Ihr müsst mit erhobenem Haupt in die Zukunft schauen und euch sagen, Akido wird auch noch andere coole Intros machen. Und das SpongeBob-Intro bleibt immer in guter Erinnerung. Und so müsst ihr damit umgehen. Auch wenn ihr euch das wahrscheinlich öfters wünscht. So, im Sommer gab es dann für mich viel Arbeit tatsächlich. Ich war dieses Jahr nicht irgendwie einmal schwimmen. Ich war nicht einmal mit Freunden grillen oder so. Gut, ging jetzt dieses Jahr eh schlechter als zu anderen Zeiten. Aber im Sommer habe ich wirklich viel gearbeitet. Ob jetzt wirklich bei mir in der Arbeit oder eben zu Hause dann an meinen YouTube-Projekten. Das sind alles immer so Kleinigkeiten, die man vielleicht in den Videos an sich gar nicht unbedingt sieht, aber da steckt halt dann doch schon viel Kleinzeug irgendwie dahinter. Angefangen bei Affiliate-Links bis, was jetzt nicht allzu viel Arbeit ist, okay, aber es geht dann weiter über Grafiken, über Transitions, also über Übergänge in den Videos, die man erstellen muss, über Überlegungen, über Nachdenken, wie man die Videos gestalten will, worauf man sich spezialisieren will. Ich meine, Akido ist auch noch kein Kanal, der so lange existiert. Er hat zwar
seine grobe Richtung in dem, was er macht und wie die Gags funktionieren und was für Zuschauer er hat. Aber es ist noch lange nicht so, dass es ein Kanal ist, bei dem ich zu 100% sagen kann, wenn mich jemand fragt, wie funktioniert Aikido, kann ich ihnen immer noch keine konkrete Antwort geben, nur so eine grobe. Und das ist einfach was mit der Zeit kommt. Und da stecken auch eben Überlegungen dahinter. Und diese habe ich eben im Sommer oft gemacht. Und ja, viel Arbeit einfach. Dann passiert eben, dass das Aikido zockt, Geld einbringt. Also, dass da auch gut läuft. Und das war cool. Und wenn wir schon bei dem Thema Aikido zockt wieder sind, es hat mich echt gefreut, dass ganz viele Leute, obwohl der Kanal ja relativ klein ist und ja nur ein Bruchteil meiner Aikido-Zuschauer auch Aikido zockt abonniert haben, dass ich trotzdem so viele Anfragen, Nachrichten auf Instagram, ich habe ja die Nachrichten offen, jeder darf mir schreiben, ich lese eigentlich auch immer übrigens alles, es ist nur die Frage, ob ich die Zeit habe, auch zurückzuschreiben, aber lesen werde ich eigentlich alles. Von dem her tut mir leid, wenn ich euch nicht immer antworte. Jedenfalls, viele haben gefragt, kommt Aikido zockt wieder? Hey, was ist los? Warum kommen keine Videos auf Aikido zockt? Wann machst du da mal wieder was? Ist der Kanal tot? Und da kann ich gleich mal sagen, nein, der Kanal ist nicht tot. War auch nie geplant oder so. Das Einzige, was geplant war, war für den Herbst, für das Halloween-Video, was relativ aufwendig war, dass ich in dieser Zeit, in der ich das Halloween-Video mache, mein Halloween-Special quasi, dass ich in dieser Zeit eben nichts auf Aikido zockt bringe. Und das habe ich auch durchgezogen, habe dann nochmal ein Video auf Aikido zockt gebracht, dieses Simpsons-Video, der Simpsons-Shooter war das, wo ich dann auch nochmal erklärt habe, warum ich so viel Zeit brauchte für das Halloween-Video und warum keine Videos kamen. Und da habe ich auch noch gesagt, dass ich dann Überlegungen anstellen muss für Aikido zockt, wie der Kanal weitergeht, denn ich war mit den Videos dort nicht zufrieden, weil sie einfach immer so, ja, es waren so Nebenbei-Videos und irgendwie wollte ich das nicht bringen. Ich wollte auch auf Aikido zockt geilen Content bringen und ich habe mir echt Gedanken gemacht in der letzten Zeit. Das war eben auch der Grund, warum dann nach dem Simpsons-Video nichts mehr kam, bis heute. Wie ich das mache, dass ich mit den Videos auf Aikido zockt zufrieden bin. Und das hat echt lange gedauert. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, habe ein paar Videos gemacht, wie ich es mir vorstelle, habe ein bisschen rumprobiert. Und bei allem war immer dasselbe Problem. Die waren alle cool, die Videos, die ich für mich privat geschnitten habe, um zu schauen, ob es funktioniert. Die waren cool und die würde ich auch wahnsinnig gerne so für euch hochladen. Das Problem war, es war einfach zu viel Arbeit. Ich habe die dann nämlich so geschnitten, wie ich auch ein Aikido-Video schneide und das ist cool, das hat mir gefallen, das war lustig, alles cool, aber ich könnte es zeitlich einfach nicht schaffen, jede Woche ein Aikido-Video zu bringen und nebenbei 2 bis 3 Videos in dieser Form auf Aikido zockt. Dann habe ich mir überlegt, okay, mache ich halt ein Video auf Aikido und ein Video auf Aikido zockt pro Woche. Hab das irgendwie ausprobiert, hat auch nicht funktioniert. Also die Videos wurden nie hochgeladen auf Aikido zockt, aber ich habe neben den Videos auf Aikido, habe ich auch Videos für Aikido zockt gemacht, nur für mich privat, um zu sehen, ob es funktioniert. Und ich bin immer wieder zu einem Ergebnis gekommen und das ist ganz einfach. Die Videos auf Aikido zockt können im Moment nicht anders produziert werden, als in der Form, in der sie in der letzten Zeit waren, denn mir fehlt dazu einfach die Zeit. Ich kann es nicht machen. Es würde immer ein Kanal leidet immer unter Zeitmangel. Entweder ist es Aikido oder es ist Aikido zockt. Und ich will das bei beiden nicht. Eigentlich erst recht nicht bei Aikido. Und bei Aikido zockt finde ich die Videos jetzt nicht unbedingt schlecht. Sie sind halt nur nicht so geil wie meine Videos auf Aikido, finde ich. Aber dadurch, dass ich sie eben nicht schlecht finde, ist es für mich okay, die auch so hochzuladen. Bedeutet, wenn wieder Videos auf Aikido zockt kommen, was bald der Fall sein wird, denn tatsächlich, eigentlich sollte schon an Weihnachten was kommen, ich habe auch wieder was aufgenommen, aber das hat dann zeitlich nicht hingehauen, weil mein Weihnachtsprojekt ein bisschen länger gedauert hat, aber zum Winter kommen wir ja noch. Jedenfalls, bald kommen wieder Videos auf Aikido zockt, ich kann euch beruhigen, für die paar Leute, die nachgefragt haben, nochmal vielen Dank dafür. Auf jeden Fall,
Es werden wieder Videos auf Akidozock kommen im neuen Jahr. Es wird wieder durchgestartet mit geilen Flash-Spielen. Wobei da die Frage ist, Flash-Player beendet ja sein Leben, mehr oder weniger. Und da müssen wir noch schauen, ob wir den Namen Flash Trash so beibehalten. Ich meine, es gibt ja immer noch HTML5, es gibt Unity. Keine Sorge, Leute, die schlechten Spiele bleiben uns auf jeden Fall erhalten. Die Retro-Runde wird wahrscheinlich auch so beibehalten. Die Frage ist nur, bleibe ich bei den Formaten oder haue ich einfach nur ein Format raus? Weil im Endeffekt ist jedes Akido-Zockt-Video gleich. Ich spiele irgendein Spiel, ob es jetzt irgendein schlechtes Flash-Game ist oder ob es irgendwie ein Retro-Spiel ist oder irgendwas komplett anderes. Im Endeffekt ist es immer, ihr seht Gameplay und ich rede off-topic über irgendwelche Themen. Die reichen vom deutschen Hip-Hop bis hin zu der Lautstärke der PlayStation 5. So, ich mache einfach, ich labe über das, worauf ich Bock habe. Und vielleicht bleibe ich bei den Formaten, vielleicht bleibe ich aber auch nicht bei den Formaten. Die Videos bleiben die gleiche, es ist nur die Frage, ob ich die Videos ebenso benenne mit Flash Trash oder Retro-Runde. Lasst euch da einfach überraschen, ich weiß es selber noch nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Videos, wie ihr sie kennt von Akido Zockt, bleiben auf jeden Fall erhalten und werden auch wieder zurückkommen im neuen Jahr mit neuen, geilen, dummen Videos. Also freut euch da drauf, an euch kleine Akido Zockt Abonnenten, freut euch drauf. Genau, kommen wir zu dem Halloween-Video. Das war ein Video, das fand ich echt cool. Das hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Planung ging sehr lange. Ich hatte viele Ideen, viele Entwürfe, die dann alle, und das ist kein Witz, alle wurden einen Tag vor Halloween verworfen. Und ich habe mir aus den Bauteilen dieser Geschichte, habe ich ein komplettes Video gemacht und habe das an einem Tag alles gefilmt und habe das auch an einem Tag alles geschnitten. Also am selben Tag. Es war wirklich, ich habe angefangen mit den Animationen. Also erstmal den Text schreiben natürlich, dann den Text einsprechen, dann die Animationen, die Bilder machen. Dann bin ich raus, habe alles gefilmt. Dann war es, wo ich zurückgekommen bin, war es natürlich schon Nacht so, aber war ja nur gut, denn ich meine, das spielt ja auch bei Nacht, das Video. Habe dann angefangen, das Videomaterial zu bearbeiten, habe dann den Schnitt gemacht. Das Gameplay-Video habe ich ja zuvor auch noch aufgenommen. Es war viel, viel Arbeit. Aber ich fand es geil, dass ich das wirklich alles in so einer One-Man-Army-Aktion innerhalb von einem Tag durchgezogen habe. Hätte ich nämlich nicht gedacht, dass es funktioniert, aber manchmal ist es eben so, dass man Zeitdruck braucht. Und mit diesem Zeitdruck kann man schneller arbeiten. Jeder, der in der Werbeindustrie tätig ist da draußen, der versteht mich. Wenn die Deadline kommt, dann wird aber ganz schnell gearbeitet. Und so war es eben auch bei dem Halloween-Video. Es ist ganz cool geworden. Ich bin relativ stolz auf das Video. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, es ist mein bestes Video bisher, finde ich. Einfach weil das Zusammenspiel von Gaming und der Geschichte drumherum, das, was ich auf Akido gerne mache, dass meine Videos immer so eine Rahmenhandlung haben. Nicht jedes Video, aber viele. Und das kam da perfekt zusammen, fand ich. Es hat alles mehr oder weniger Sinn ergeben. Zumindest hat es im Akido-Kosmos Sinn ergeben. Und das war cool, das hat mir echt Spaß gemacht. Jedenfalls, Halloween-Video hat sich am Anfang nicht so gut geklickt. Das war auch der Grund, warum ich mehrmals das Thumbnail gewechselt habe. Das haben sich ja auch einige Leute gefragt. Das lag daran, am Anfang wollte ich das wirklich wie so einen Kurzfilm aussehen lassen und habe dann so Fake Film Awards auf das Thumbnail mit drauf gemacht. Und das Ding ist, ich habe irgendwie nicht bedacht, dass meine Zuschauer vielleicht nicht so in der Filmszene unterwegs sind wie ich und überhaupt nichts mit diesem Thumbnail anfangen können. Dann habe ich ganz schnell, innerhalb von 2-3 Minuten, da war ich nicht mal zu Hause, glaube ich, habe ich am Laptop schnell ein neues Thumbnail gemacht und habe das genommen. Wo ich dann wieder zurück zu Hause war, habe ich dann nochmal neues gemacht, was eigentlich auch final bleiben sollte. Ja, also danach wollte ich es eigentlich nicht mehr ändern. Habe dann eins gemacht, aber so einen Tag später fand ich das auch nicht mehr cool, oder 2 Tage später.
und habe dann nochmal ein drittes gemacht. Und das ist es bis heute, also nochmal ein viertes, meine ich. Und das Thumbnail hat das Video bis heute und mit dem bin ich auch zufrieden, denn es sieht aus wie so ein schlechtes Filmplakat aus den 80ern oder so. Und auch ein kleiner Gag darauf ist, da haben mich auch Leute gefragt, denn auf dem Cover, also auf dem Thumbnail, kann man eine Figur aus Five Nights at Freddy's sehen, man kann Herobrine sehen und Slenderman. Und das sind alle Spiele, die in dem Video, in dem Halloween-Video, nicht besprochen wurden. Und das war halt der Gag dabei. Deswegen, es ist auch wieder einfach nur mein dummer Humor. Das ist der Grund, warum diese Figuren auf dem Thumbnail sind, obwohl die Spiele zu den dazugehörigen Figuren nicht im Video behandelt wurden. Das ist der ganze Grund. Halloween-Video war cool, war ich stolz drauf, hat mir Spaß gemacht. Das war auch dann die Zeit, wo ich generell ein bisschen weniger an YouTube gearbeitet habe, einfach weil der Sommer so voll war mit Arbeit und irgendwann, also ich bin jemand, ich glaube, ich vertrage relativ viel Arbeit, ich halte da sehr viel aus, aber irgendwann kommt jeder zu einem Punkt, wo es dann halt nicht mehr geht und ich glaube, das war bei mir im Sommer der Fall. Da habe ich einfach gemerkt, okay, es geht nicht mehr weiter. Ich habe keine Energie mehr für all diese Projekte, wo ich am Laufen habe. Deswegen habe ich da ein bisschen zurückgefahren. Die Videos auf Akido, auf dem Hauptkanal, wurden dann ein bisschen einfacher im Herbst und generell einfach ein bisschen weniger Arbeit. Es war immer noch relativ viel, aber es war weitaus einfacher als noch im Sommer. Und das hat sich dann so hingezogen bis zum Winter, also bis jetzt mehr oder weniger. Und das hat sich dann erst wieder geändert mit dem Akido kocht Video zum Beispiel. Es war ein Video, was ich schon immer mal bringen wollte. Akido kocht, die Idee, ich meine, treue Zuschauer wissen das, die Idee war schon ganz, ganz lange da. Und ich wollte eigentlich schon immer mal ein Kochvideo machen, einfach weil es sich anbietet. Ich meine, wenn man eine Küche zu Hause hat, wenn man sich halbwegs fürs Kochen interessiert, wie ich, und wenn man generell Videos macht, die Idee ist naheliegend. Ich meine, jeder kommt dann auf die Idee, okay, ich mache ein Kochvideo. Es ist halt nur die Frage, ob man es durchzieht, weil man weiß, okay, vielleicht passt der Content nicht zu dem Kanal. Am Anfang wollte ich ja auch das Video noch auf Akido Zockt hochladen, so zweitkanalsmäßig, aber dann dachte ich mir, ey, nein, das ist... Es ist genial, komm, ich bring's auf Akido. und dafür, für die Art, was das für ein Video ist, hat es auch gar nicht mal so wenig Views. Irgendwas um die 28.000 oder so kann das sein. Auf jeden Fall, ich hätte mit weitaus weniger gerechnet. Also ich dachte mir, das bleibt eins von diesen Videos, wo unter 10.000 bleibt. Da habe ich ja auch so 2-3 auf meinem Kanal. Und ich wusste schon, es wird nicht die 100.000 bekommen, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch noch quasi die Hälfte meiner Abonnenten anschaut. Das war cool, das war cool. Obwohl es halt thematisch null mit meinen sonstigen Videos zu tun hat. Aber es hat mir Spaß gemacht, es war mal was anderes. Das Ergebnis des Kochvideos war vielleicht ein bisschen anders, aber okay. Man hätte es besser machen können. Übrigens im Nachhinein, ich habe auch einfach viel zu viel Hefe für diese Pizza, die ich dort gebacken habe, genommen. Ich glaube, das war eins der Hauptprobleme. Und dass ich für diese weißen Flecken des Mario-Pilzes Käse verwendet habe. Und das war auch ein Problem. Das war auch ein Problem. Aber reden wir nicht weiter über das Kochvideo. es war cool zu machen. Das auf jeden Fall. Dann kam Akido allein zu Hause. Und ich meine, das kam ja erst vor ein paar Tagen an Weihnachten. Und da war auch lange die Idee, was ich denn für ein Weihnachtsspecial machen wollte. Ich hatte mehrere Ideen. Erst hatte ich die Idee, die Weihnachtsgeschichte zu machen, also mit Scrooge, dem alten, verbitterten Akido quasi, der Weihnachten hasst und er wird dann in der Nacht von drei Geistern heimgesucht. Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht oder irgendwie so. Ihr kennt alle die Geschichten, ob es jetzt die Muppet-Show-Variante ist, ob es das Buch ist, Christmas Carol, ob es, keine Ahnung, es gibt diese Geschichte in allen möglichen Formen und Varianten. Oder die Geister, die ich rief mit Bill Murray zum Beispiel, ist ja auch mehr oder weniger die Geschichte. Ich glaube sogar Disney hat einen Animationsfilm dazu gemacht, ich bin mir nicht sicher, aber ihr kennt die Geschichte.
Und ich dachte mir, das wäre eine Idee. Das hätte ich dann so im alten London spielen lassen, wäre auch mega lustig geworden. Und dann kam ich auf die Idee für Kevin allein zu Hause, beziehungsweise Akido allein zu Hause. Ah, so ein bisschen was trinken. Die gute Pepsi am Sippen, Bean. Genau, Kevin allein zu Hause wollte ich adaptieren für Akido allein zu Hause. Und das habe ich auch gemacht. Eigentlich sollte das Projekt noch viel größer werden. Ich hatte vor, für die verschiedenen Charaktere verschiedene Sprecher zu nehmen. Es gab sogar einen in den Kommentaren, der meinte, dass es schade ist, dass ich nicht irgendwie mehrere Stimmen hatte und dass das Video auch nur funktioniert, wenn man den Film kennt. Und das ist mir danach auch aufgefallen, wenn man Kevin allein zu Hause nie gesehen hat, dann versteht man vielleicht auch nicht wirklich, worum es bei Akido allein zu Hause geht. Aber ich denke mal, der Film ist so bekannt, dass ihn die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und da fällt mir ein, der beste Kommentar war übrigens, dass es die Geschichte von Kevin allein zu Hause ist und dass es dir nicht passiert ist. Also ich habe am Anfang gesagt in dem Video, dass es eine Geschichte aus meiner Kindheit ist, die mir wirklich passiert ist. Und dann kam jemand und meinte, ey, das ist dir nicht passiert, das hast du von Kevin allein zu Hause geklaut. Fand ich sehr witzig, fand ich sehr gut, dass es da wirklich jemand gibt, der da draußen sitzt, sich meine Videos anschaut, sich das Akido allein zu Hause Video anschaut und meint, nee, das ist so aber nicht passiert, das hat der geklaut. Ach wirklich Leute, wirklich. Und ich dachte mir, wäre das wirklich passiert, dass ich gegen Wario und Waluigi gekämpft habe als Kind. Naja, fand ich sehr gut. Ich hoffe, dass es auch Ironie war. Denn anders kann ich mir das nicht erklären, von dem her. Fand ich sehr gut. Jedenfalls, ich hätte da noch so viel mehr draus machen können aus dem Video, aber es hat zeitlich einfach mal wieder nicht geklappt. Ihr kennt mich, mein größter Feind ist einfach Zeit. Und Schlaf, weil Schlafen mir Zeit raubt und ich mega Probleme damit habe einzuschlafen und, was es noch viel schlimmer macht, mega Probleme damit habe, aufzuwachen. Ich sammle da inzwischen schon Daten wegen Schlaflabor und so weiter. Ich werde das alles mal genauer untersuchen lassen. Aber Stand jetzt, Schlafen ist für mich mein größter Feind, einfach weil er Zeit raubt. Und Zeit ist wahrscheinlich sogar noch der größere Feind, denn ich habe viel zu wenig Freizeit. Beziehungsweise ich habe relativ viel Freizeit nach der Arbeit. Nur die fülle ich halt komplett mit YouTube und also mit meinen Videos und ich sehe es nicht ein, daran was zu ändern, einfach weil es irgendwie mein Traum ist. So, und ich will mit Akido, jetzt wo ich sehe, dass Akido läuft, ist es einfach mein größter Wunsch, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Das hat gar keinen bestimmten Grund, eigentlich geht es mir nur darum, diesen dummen silbernen Play-Button an die Wand zu hängen, um drauf zu schauen und sagen zu können, ey, ich hab's immer gesagt, ich kann Videos machen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich hab's da drauf. Es sind zwar sehr dumme Videos, für die ich mich entschieden habe, einfach weil das mein Humor ist, aber es sind Videos, mit denen ich zufrieden bin und ich will diese Anerkennung meiner Kunst, also Kunst in Anführungszeichen. Ich meine, da draußen gibt es Leute, die tausendmal krassere Sachen machen. Aber ich will für diesen dummen Humor, für diese Art von Videos, für andere Videos auf YouTube. Also ich glaube ja fest daran, dass dieses klassische, so muss ein YouTube-Video funktionieren, dass es Schwachsinn ist. Macht die Videos, wenn ihr selber Videos macht, dann macht die Videos so, wie ihr wollt. Das rate ich auch jedem, der irgendwie Content auf YouTube produzieren will. Macht euer Ding. Natürlich gibt es gewisse Strukturen, wie dass man ein Intro hat oder ein Outro, aber auch das muss man nicht machen. Das mache ich nur, weil ich eben großer Filmfan bin und deswegen hänge ich halt an diesem Konzept mit. Es gibt einen Anfang, es gibt eine Mitte und es gibt ein Ende. Aber auch das ist, das steht nirgendwo geschrieben. Macht das, was ihr machen wollt. Versucht anders zu sein. Versucht nicht irgendwie gekünstelt zu sein, sondern macht euer Ding und dann werdet ihr damit auch Erfolg haben. Vielleicht ist kein Welterfolg, aber zumindest so ein Erfolg wie ich, wenn man davon Erfolg sprechen kann. Aber ich denke mal,
auch wenn es nur 45.000 Abonnenten zurzeit sind. Wenn man sich mal vorstellt, diese Leute ständen alle vor einem und schauen dir zu. Ich weiß nicht, ob ich mich da auf die Bühne trauen würde. Von dem her ist auf jeden Fall cool. Und allein wegen diesem Play-Button werde ich für euch die geilsten Videos raushauen. Die dümmsten, geilsten Videos raushauen, um diesen verdammten Play-Button zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall so ein Ziel für nicht nur 2021, sondern auch 2022, 2023. Je nachdem, wie lange es eben dauert, bis ich den bekomme, dann habe ich auf jeden Fall, dann hätte ich ein kleines Ziel hier auf YouTube erreicht, nämlich zu zeigen, dass man mit dummen, ehrlichen Videos, die einen bestimmten Humor haben, die deinen persönlichen Humor haben, dass man damit Erfolg haben kann. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich YouTube mache. Der andere Grund ist, dass ich die Leute natürlich unterhalten will und von der harten Realität ablenken will. Und deswegen freut es mich immer besonders, wenn Leute irgendwie schreiben, ja, hey, ich habe gerade eine schwierige Zeit und deine Videos helfen mir. Das ist das größte Lob, was ihr mir machen könnt. Von dem her, vielen Dank dafür. Was bringt 2021 noch alles so? Naja, ich habe neue Animationen. Da bin ich gerade dran an den Arbeiten. Ich versuche ein bisschen wegzukommen von diesem... Wenn ich bisher was gezeichnet habe, dann habe ich das ja bewusst schlecht gemacht. Einfach um diesen MS Paint Look hinzubekommen. Da, einfach, weil ich den sehr sympathisch finde. Und da will ich ein bisschen von weg, ein bisschen bessere Animationen, beziehungsweise bessere Bilder, wie auch immer man das nennen will. Generell bessere Videos, einfach nochmal ein bisschen krassere Themen auspacken. Es wird ein kleines Redesign geben, aber nichts allzu Großes, denn ich bleibe bei den Farben. Der Akido-Smiley wird ein bisschen verändert, aber eigentlich so, dass es den meisten von euch wahrscheinlich nicht mehr auffällt. Einfach nur Proportionen und ja... Lasst euch überraschen. Sonst bleibt abzuwarten, was 2021 dem Kanal Akido und Akido Zockt alles bringen würde und alles bringen wird. Von dem her, seid gespannt, ich bin's auf jeden Fall. Und wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und euch wirklich jetzt für eine Dreiviertelstunde euch meine Stimme und mein Gelaber gegeben habt, was ich nicht verstehen kann, nie verstehen werde, aber sehr appreciate und mich sehr freut, dann schreibt doch mal den Hashtag. Letztes Jahr hatten wir Hashtag Relaxo, um zu erkennen, wer das Video bis zuletzt geschaut hat. Benutzt diesmal in den Kommentaren Hashtag. Was nehmen wir für einen Hashtag? Wir machen Hashtag Katze. Einfach nur, weil ich ja wie anfangs erwähnt, meine Katze ist gerade mehr oder weniger invalid. Und er läuft dauernd rückwärts, weil er nicht versteht, dass er eine Halskrause trägt. Das wird schon wieder in einer Woche oder so, kommt die auch wieder ab, dann geht es ihm wieder besser. Genau, deswegen schreibt mal Hashtag Katze in die Kommentare, wenn ihr das Video bis hierher angeschaut habt. Würde mich nämlich echt interessieren, wer sich das zur Hölle antut und warum. Aber okay, Leute sagen auch immer wieder, meine Stimme sei beruhigend, was ich auch niemals verstehen werde. Das ist so weit weg von meinem Empfinden, wie sich meine Stimme anhört. Aber man hört seine Stimme ja immer anders als andere. Vielleicht habe ich für euch eine wohlhörende, wohltuende Stimme. Ihr merkt, es wird Zeit, das Video zu beenden. Jedenfalls vielen, vielen lieben Dank nochmal für all die Leute, die 2020 zu dem gemacht haben, was es geworden ist. Für mich persönlich, zu einem Jahr mit vielen neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Anschauen meiner Videos. Vielen lieben Dank für jeden, der mir Kommentare schreibt. Vielen lieben Dank für jeden, der mir privat Nachrichten schreibt, Sachen fragt, mir Vorschläge gibt, Verbesserungen, Hinweise, Tipps. Jeder, der sagt, wie schön er meine Videos findet. Es freut mich wirklich jedes Mal aufs Neue. Ich weiß, das klingt vielleicht nicht so glaubwürdig, aber es ist wirklich so, ich freue mich wirklich über jeden lieben und liebgemeinten Kommentar von euch. Es ist einfach so. Deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Ihr seid einfach die Besten, was anderes kann man nicht sagen. Ihr merkt, meine Stimme macht langsam schlapp, von denen her. Vielen Dank für
2020. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder 2021 dabei seid. Wenn es wieder heißt, Konnichiwa und wa, Akido macht lustige kleine Videos. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschamada.